Ja, es war die erste Niederlage unter Hansi Flick und es waren auch die ersten Gegentore unter Hansi Flick. Ist er auch zum ersten Mal richtig laut geworden in der Halbzeit? Nein, das klar analysiert. Natürlich waren wir nachlässig bei diesem Konter. Das wussten wir natürlich, dass sie da stark sind, dass die sehr viel Tempo vorne haben. Aber ja, wir haben viele Chancen gehabt, gleich von Anfang an nicht die richtig nutzen können. Und ja, die waren natürlich diesen zwei Chancen wirklich hellwach und haben die Tore gemacht. Apropos Gegentore, die Balance stimmte ja zuletzt zwischen Defensive und Offensive heute nicht. Und da schauen wir direkt mal drauf, warum hat die Absicherung überhaupt nicht funktioniert beim 0:1 und 1:2? Ja, also die haben das sehr gut gemacht, haben schnell gespielt, gut umgeschaltet und eiskalt abgeschlossen vor allem. Hätte hier Pavard innen stehen müssen? Ja, also ich muss dich noch mal jetzt sehen, aber es ging natürlich sehr schnell, auch bei dem zweiten Tor gegen Hammer, das stimmt, die Abstimmung stimmt nicht so ganz, aber die sind natürlich eiskalt und aus den zwei Chancen in der zweiten Halbzeit machen die zwei Tore, die haben auch zwei gute in der zweiten Halbzeit gehabt, da hat der Manu gehalten, aber ja, wie gesagt, Konter waren nicht stark. Und Sie selbst hatten ja auch sehr viele Möglichkeiten. Wir haben exemplarisch mal zwei rausgesucht. Wie erklären Sie sich den Chancenwucher? Ja, normalerweise ist uns das nicht passiert in den letzten Wochen, in den letzten Spielen. Wenn man die letzten Spiele sieht, wenn wir das sehen, dann ist das wirklich, waren wir eiskalt. Hier schon, das sind wirklich 100% hier. Da haben wir, glaube ich, auch nochmal dreimal Pfosten oder Latte gehabt. Ja, viele Chancen, sind nicht gut mit den Chancen umgegangen und ja, so verliert man ein Spiel. Spiel verloren, und sehen Sie das Spiel auch als kleinen Rückschlag, weil Gladbach auch morgen auf 4 Punkte Vorsprung davonziehen kann? Naja, also trotzdem haben wir ein gutes Spiel gemacht. Natürlich mit den Fehlern, die ich gerade angesprochen habe, aber wir haben, glaube ich, 75% Ballbesitz gehabt. Wir haben trotzdem in der zweiten Halbzeit dann versucht, unser Spiel aufzuziehen. Und das haben wir in der ersten Halbzeit ein bisschen vermissen lassen. Dass, wir haben uns von dem Pressing ein bisschen beeindrucken lassen am Anfang. Und in der zweiten Halbzeit war das wieder unser Spiel. Da waren wir dominant, da waren wir wieder kreativ, haben versucht, eben viele Chancen zu kreieren. Und leider haben die Tore nicht gemacht, ist klar. Gibt es intern eigentlich eine Vorgabe, dass Hansi Flick in der Winterpause dann auf Platz 1 stehen muss, damit er auch weitermachen darf? Nein, das ist Quatsch. Wir haben mit Hansi Flick, wie ich schon oft gesagt habe, erstmal am Anfang eine Vereinbarung gehabt, dass er die ersten zwei Spiele macht. Dann haben wir uns zusammengesetzt, haben da eben uns abgesprochen und ganz klar gesagt, dass wir uns dann in der Winterpause zusammensetzen, weitersehen. Aber wenn man sieht, wie die Mannschaft funktioniert, ist das wirklich gut. Deswegen halten wir unsere Vereinbarung und werden dann in der Winterpause einfach weitersehen. Wenn alles so weiterläuft, dann bleibt er bis Saisonende. Wir, wie ich schon gesagt habe, wir setzen uns in der Winterpause nach dem letzten Spiel. Dann werden das alles anschauen und weitersehen. Alles Dankeschön. Andere werden wir sehen. Okay? Danke. Gerne. Ciao. Ciao.